So Leute, und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem neuen Let's Play Pact, und zwar zu Let's Play Batman Vengeance. Ich bin der MC Muffix und wir widmen uns zusammen diesem Let's Play Projekt. Ja, wir haben ja schon einige Batman-Spiele hier gespielt, natürlich über die großartigen Arkham-Spiele, dann hatten wir letztens, wie hieß es gleich nochmal? Batman, ich habe den Namen leider vergessen. Batman Begins, Verzeihung, natürlich nach dem Film benannt. Und nun werden wir uns hier einem neuen Spiel widmen, und zwar Batman Vengeance. Dieses Spiel ist aus einer Phase, bevor Rocksteady mit ihren Arkham-Spielen Batman eigentlich zu den besten Lizenzspielen und besten Spielen generell befördert hat. Zu einer Zeit, wo die Batman-Spiele ja als typische Lizenzverwurschtelung galten. Die Ubisoft-Spiele gab es nicht allzu viele von den Batman-Spielen, aber es gab noch, ich glaube, der Rise of Zhangzhou, glaube ich, hieß es, und eben dieses schöne Spiel. Das Spiel basiert auf der Animated Series, die ich auch gerne als Kind angeschaut habe, war ziemlich cool, und dort dreht es sich natürlich um den dunklen Rächer. Dieses Spiel hat einen sehr einzigartigen Stil, weil er eben auf der Animated Series basiert und sieht deswegen ganz interessant aus. Wir spielen hier die GameCube-Version auf der Wii, und ich denke nun, ohne noch viel zu schwafeln, starten wir nun mit einem neuen Spiel. Und damit starten wir mit Kapitel Nummer 1, A Girl to Die For. Und ihr habt gleich das wunderschöne Lächeln unseres Lieblingsantagonisten gehört, dem Joker. Denn wer sonst, nicht nur im Batman-Universum, sondern generell, hat so ein herzerliebendes, freundliches Kinderlachen? Ich kann mir niemanden vorstellen. So, drücken Sie zum Springen den A-Knopf. Je länger die Taste gedrückt wird, desto höher ist der Sprung. Gut, dann springen wir so hoch, wie es geht. Denn der giftige Dampf tut auch einer Fledermaus nicht gut. So, ja, wir haben hier gleich in der ersten Situation gesehen, dass eine Dame hier entführt worden ist und an eine Bombe hier in der Nähe hat. Die, wenn wir uns nicht beeilen, ja, das Letzte ist, was sie sieht. So. Okay, wir können eine Leiter benutzen, um hoch und runter zu gehen. Das ist hilfreich, aber ich muss, glaube ich, gar nicht runter, denn ich muss davor, denn dort vor geht's zur Dame. Und, oh, liegt sie da schon. Zum Öffnen einer Tür drücken Sie Y. Achten Sie vor einer verschlossenen Tür auf die Hinweise, da Sie Tipps zum Öffnen für die Tür enthalten könnten. Aber die Tür, die brechen wir einfach mit der guten alten Bettgewalt auf, oder? Bettgewalt! Bettgewalt funktioniert immer gut. Okay, willst du da raus? Nö, willst du nicht. Okay, Betty, dann nicht. Dann geht's dahin. Eine Bombe und eine Dame, die wir retten müssen. Also nicht, dass ich nicht gerne mit hübschen Damen hier durchbrenne, aber so eher nicht.
diese Effekte! Muss ich überlegen, das Spiel ist inzwischen fast 20 Jahre alt. Dafür sieht es schon wieder ganz cool aus. Run a profile on this woman. Her name's Mary Flynn. Sure. Is she in some kind of trouble? It's the Joker. And maybe more. Something about this woman doesn't add up. I'm gonna work on the obstacle course. Run Alfred's training program for me. Sure thing. So, während die gute Batgirl hier daran forscht an der Karte und an der werten Dame, trainieren wir jetzt erstmal. Denn auch ein Fledermaus braucht hier wieder mal ein bisschen Training. Da, ja, wo geht's hier zum Training? Hallo. Naja, wandern wir einfach ein bisschen in der Bathöhle. Gehört ja uns. Die, irgendwie wird die in jedem Spiel immer größer. Oder bilde ich mir das ein? Die war doch nicht immer so groß. Naja, gut, dann wandern wir mal dahinter. Hoffen, dass da unser Training ist. Das ist unser schönes Batmobil. Hey, ich bin bereit. Ich mach das schon. Keine Sorge. Kann jeder Bösewicht ganz Gotham kann sich uns in den Weg stellen. Ist kein Ding. Besiege ich schon. Das ist einfach nur so ein Generator, der da einfach so rumsteht. Okay. Gut. So. Ich schaue nur gerade, was wir hier alles haben. Batarangs. Elektro-Batarangs. Eine schöne Waffe, die wir aber aktuell nicht einsetzen können. Und ducken können wir uns. Okay, schöne ganze nette Spielereien hier, die wir haben. Auch wenn die Kamerasicht irgendwie voll merkwürdig ist. Dreht sich da irgendwie. Und nochmal dreht sich, das ist irgendwie seltsam. Naja, gehen wir da rein. So. Ich denke, das ist doch eine Tür, oder? Ach komm! Aber irgendwann kann man so ranschleichen, na toll. Cut, cut, cut. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf dieses Missgeburtenspiel.
Okay, gut. Dann werden unsere Good Batgirl hier forscht. Erforschen wir erstmal hier die schöne Betthöhle. Vorher muss ich noch eine Sache machen, weil, wenn ich das noch so richtig in Erinnerung habe, wenn wir es natürlich hinbekommen, nur falls, invertieren, weil das Invertierte, das ist nicht invertiert. Ich behaupte immer wieder, wenn ich nach oben drücken will, will ich nach oben schauen. Das ist für mich nicht invertiert, aber nun gut. So, dann trainieren wir. Da oben steht unser cooles Batmobil. Mit dem werden wir schon noch hin und wieder ein bisschen cruisen und schauen wir erstmal hier, was der gute Alfred so für uns vorhat. Good evening, Master Bruce. I hope you're managing to scrape by despite my absence. I took the liberty of recording one of our training sessions. Trust you will find it useful. We'll begin with a bit of bat grapple training. If you'll be so kind as to activate the grapple. Wenn du neben ihrer Anzeige der Lebensenergie das Ankersymbol blinkt, deutet dies, dass sie den Anker verwenden können. Um den Bat-Anker zu aktivieren, müssen sie in den R-Knopf drücken, um in die Ich-Perspektive zu wechseln. Halten sie den Schalter rechts gedrückt und wechseln sie in die Bat-Kamera. Okay, gut, dann. Im Pause-Modus können Sie mit dem Controller-Pad oder dem Controller links-rechts durch die Ausrüstung schalten. Wenn Sie im First-Person-Modus spielen, können Sie mit dem L-Knopf die Ausrüstung on the fly wechseln, ohne das Spiel zu forcieren. Drücken Sie Dreieck, um das First-Person-Menü wieder zu verlassen. Okay, gut, dann darauf drücken. Very good, sir. Once the grapple is aimed at a suitable target, the crosshairs turn red and you may fire at your leisure. Of course, you're still free to move about while the grapple is activated. When the cord has entirely retracted, the grapple will automatically release. I'd strongly suggest retrieving your equipment from the higher platforms before we continue with training. So, dann schießen wir uns mal hier nach oben. Und zack! Batman bewegt sich mit Style. Ah, you've uncovered some bat cuffs. Well done. A little restraint can go a long way. You can avoid a fight altogether by sneaking up behind an adversary with a pair of cuffs. Also, by leaving him cuffed once you've knocked a criminal down, you can be sure he won't come back to pester you. Okay, gut, dann. Also seht, wenn wir, können wir jetzt zum Beispiel mit dem... Können wir hier weitergehen, die Battle-Ranks auswählen, wenn wir hier einen Stick auswählen, Elektro-Backer-Man, Stunner, was auch immer. Wir brauchen aber natürlich jetzt den Bat-Anker. So. Obwohl, wir brauchen ihn eigentlich gar nicht, oder? Das war's ja. Ach, das war's ja schon. Ich dachte, da gibt's jetzt noch ein bisschen mehr zu erkunden. Aber nun gut. Dann fliegen wir mal. Doch. Da unten müssen wir doch noch hin, oder? Jim. Ah, gut, Batarangs. Of course, you know how useful they are. Much better for disarming an enemy than knocking him out. Of course, with a little diligence and a handful of batarangs, you probably could render a grown man unconscious, but it is a bit wasteful. Very good, sir. You may want to use your cape for the return to ground level. By stretching it taut, you can glide quite a distance. Okay, versuchen wir's. Ich bin Batman! You. Show, Master Bruce. We'll move right along now to the use of the batarang. To strike with enough precision to knock a weapon from a man's hand, you'll need to take careful aim. With a little practice, you can strafe around your target without losing your aim. Once you have your target in your sights, the crosshairs turn red. You can practice your aim on these posts. Aim for the bullseyes. Okay, dann heißt es erstmal wieder, Batarangs auswählen. So, und... muss ich mal viel zu genau treffen. Zack. Und... Komm, zack. Very good, Master Bruce. Perhaps now we should brush up on your fisticuffs, as it's so often the only common language between criminals and justice. Of course, you have a wide variety of the martial arts at your disposal. Perhaps you could practice a few attacks on the training post. You may find some of your opponents a smidgen more clever than a metal post. A
healthy defense will make sure you're still standing after your opponent has been defeated. There are few men in the world as skilled in as wide a variety of martial arts as you, Master Bruce. But there is only so much you could practice at home. Also ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die schlauer sind als der Stabpfosten. Also okay. Hüpfen und BÄM! Wujak! Das ist meine Dragon Fist. Das ist aus dem Bandito-Style, der Bodycheck. Wujak! Nicely done, Master Bruce. But fighting is not always the healthiest option. As you well know, with deep shadows and a little caution, you can slip past most opponents without resorting to your fists. If you hug the walls, you will have a better chance of staying in the shadows and out of sight. By staying close, you can peer around corners without revealing yourself. A little foresight and a batarang or two can be a striking combination, as you can take aim around corners without revealing your position. Let's try a small test. Use your stealth skills to slip past this sentry post. If you can turn it off by the switch on the opposite side of the room, you'll have beaten the challenge. Versuchen wir mal. So, also erstmal. Oh. Verzeihung, das ist der Weg zurück. Da möchte ich natürlich nicht hin. Da wollen wir hin. So. So, also vorbeischleichen. Nicht an der Tür, sondern eher an der Tür, oder? Tut er mich vaporisieren, wenn er mich berührt? Das sieht für mich nicht so aus, wie einfach so ein Laser sieht für mich aus, als würde es mich dann sofort britzeln. Aber nur gut. Okay. Alfred, ich glaube, wir haben deine kleine Aufgabe geschafft. Very good, sir. We'll move on to one final training sequence, this one to perfect your free fall. The challenge is to use your cape to slow or speed your fall as necessary. Trust yourself to grapple back to safety before you reach bottom. Das wird irgendwie tödlich enden. Nun gut, schauen wir mal. Also komm, wo soll ich runterhüpfen? Wo soll ich meinen Tod hüpfen? Kein Problem, mach ich. Zack. Kamera, kann man die eigentlich auch zentrieren? Nö. Ist wurscht. Komm. Jumpen! Woo! Badezuerst! So, Steuerung im freien Fall. Mit dem Y-Kopf fallen Sie schneller, mit dem X-Knopf tun Sie es verlangsamen. Mit dem Controller bewegen Sie sich. Okay, also. Langsamer, langsamer, langsamer. Und jetzt los! Terribly sorry, sir. I'm afraid you'll have to begin again. Ach so! Okay, ich habe jetzt, na gut, dann schauen wir halt mit voller Wucht nach unten. Da, haben wir ihn gerade, ach so, den sollten wir retten. Ich dachte, wir sollten einfach nur ins Wasser rein, aber nun gut. Wonderful, sir, that completes our training. You've done splendidly, Master Bruce, you never cease to amaze. I pity the criminal who comes between you and justice. If you need any more assistance, you'll always find Batgirl dutifully answering her communicator. Find anything? Just questions with no answers. Try me. Well, Toby was reported kidnapped to the police 4 days ago. Before that, nothing. Didn't go to school, wasn't even born. Same goes for Mary. I've got an address on the apartment she just moved into, and that's it. That's impossible. Nothing else at all? Not a thing. I don't know if you can save these people, Batman. They're already ghosts.